Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir führen eine neue Serie hier ein bei Optionsstrategien, nämlich Begriffe verstehen. Wir haben ja diesen Kanal jetzt schon einige Jahre und jetzt taucht natürlich immer mal wieder die Frage aus: Mensch Jens, erklär doch nochmal den Begriff, erklär doch nochmal den. Und damit wir die Begriffe nicht einfach nur erklären, sondern ich möchte sie natürlich auch hier rüberziehen in die Realität. Was nützt es mir denn zu wissen, was eine IVR, ein POP, ein POT-Wert, ein Perzentil und so weiter, damit ihr auch wisst, wie könnt ihr das in der Praxis anwenden, heißt also die neue Serie Begriffe verstehen. Und heute fangen wir mit zwei Begriffen an, die wir hier schon mal behandelt haben. Wir holen sie halt jetzt nochmal vor, nämlich einmal, was ist der POP-Wert und dann zum anderen, was ist der POT-Wert und wie kann man die in der Praxis überhaupt anwenden. Um das Ganze zu erklären, nutze ich natürlich hier mal den altgedienten Flipchart. Und zwar will ich euch das Ganze versuchen, an einem Beispiel zu erklären. Also stellen wir uns mal Folgendes vor. Und zwar, wir haben einen Markt, der geht nach oben und wir entscheiden uns jetzt hier Optionen zu verkaufen. Ne? Wir wollen jetzt nicht wieder die Diskussion machen, ist das jetzt sinnvoll, nackte oder Spreads, spielt keine Rolle. Sondern wir sagen, okay, wir verkaufen hier einmal eine Option am Geld. Also das heißt, die hat dann ein Delta von 50, eine, die ist ein bisschen weiter weg, die hat ein Delta von 30 und dann eine, die ist noch ein bisschen weiter weg, die hat jetzt ein Delta von 10. So, und jetzt kommen diese beiden Begriffe. Wir fangen mal mit dem ersten an, nämlich den sogenannten POP-Wert. So, und was heißt POP? POP, ich glaube, dieser Begriff, das ist mal von den Jungs von Tasty Trade geprägt worden. Kann aber auch sein, dass es ein allgemeingültiger Begriff im Optionshandel ist. Das konnte ich jetzt nicht recherchieren. Ich habe es selber auch damals von den Tasty Tradern gelernt, allerdings noch zu ihrer Zeit, als sie noch bei Sink or Swim waren. Also schon viele, viele Jahre bevor es Tasty Trade überhaupt gab. Und zwar, POP heißt nichts anderes als Probability of Profit, also die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Und ganz einfach gesagt, sagt dieser POP-Wert aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der Laufzeit einer Option diese Option, wenn du sie verkauft hast, mit einem Gewinn von mindestens 10 Cent dasteht. Ne? So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Was sagt uns denn das hier für diese einzelnen Werte? Also, der POP-Wert ist im Grunde relativ simpel zu berechnen. Du kannst es jetzt auch wieder sehr kompliziert machen mit Software, aber wir wollen es ja einfach halten. Nämlich, du nimmst einfach die Zahl 100 und ziehst davon das Delta ab. Ne? Also, oder du nimmst eben, um es ganz genau zu machen, du könntest auch 1 nehmen und ziehst dann das Delta ab. Also es war dann 0,5, ne, und 0,1 und so weiter. Also fangen wir an. Wenn du halt 100 hast und du hast eine At-the-Money-Option, die Delta von 50 hast, dann hast du einen POP-Wert von 50. Das bedeutet also, und das ist relativ logisch, wenn eine Option genau am Geld ist, klar, was kann passieren? Es kann nach oben gehen, es kann nach unten gehen. Und die Chance ist eben im Münzwurf 50-50, dass am Ende der Laufzeit diese Option wertlos verfällt oder aber im Geld landet. Ne? Also POP-Wert hier, das wäre eben jetzt hier bei einer Delta 50 Option, ich schreibe es mal hin, Delta 50 wären eben hier 50%. So, wie ist es bei Delta 30? Da heißt das natürlich, klar, Delta 30, was ist der Vor- und Nachteil gegenüber einer Delta 50 Option? Erstens, sie ist billiger. Warum? Sie ist ja weiter weg vom Preis und sie hat weniger Zeitwert. Ne? Der Zeitwert am höchsten ist immer am Geld. Je weiter weg du kommst, umso geringer ist er. Und halt hier eine Delta 30 Option hat aber eine Wahrscheinlichkeit, dass sie ja am Ende auch aus dem Geld bleibt, von roundabout 70%. Also hier Delta 30, POP-Wert 70%. So, und jetzt sind wir bei der Delta 10 Option. Die ist am preiswertesten. Ne? Die hat am wenigsten Geld, was sie kostet. Eine Out-of-the-Money-Option. Und hier 100 minus 10 ist 90. Also das heißt, du hast aber natürlich hier eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass diese Option ins Geld läuft oder dass sie nicht ins Geld läuft. Das ist richtig. Also dass sie einfach wertlos verfällt. Und das heißt also, je näher du ans Geld rangehst,
umso mehr musst du auch machen, weil die Chance einfach groß ist, dass sie auch am Geld landet. Je weiter du weg bist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Option tatsächlich am Ende auch wertlos verfällt. Jetzt könnte man ja überlegen, okay, was ist nun besser, Delta 30 oder Delta 10? Da muss man erstmal sagen, es gibt da keine Gesetzmäßigkeit, die uns das vorschreibt, ne? Die jetzt sagt, okay, das muss jetzt so oder so sein, sondern das ist ja auch so ein bisschen persönlicher Gusto. Und eine Möglichkeit, wo man das abschätzen kann, ist vielleicht dieser POT-Wert. POT, das P steht auch hier wieder für Probability, also Wahrscheinlichkeit, und das T hin steht es für Touch, also Berührung. Und das ist also die Wahrscheinlichkeit der Berührung des Strikes. Und das soll einfach heißen, dass du, und das kann man auch wieder relativ einfach rechnen, also hier beim POP-Wert einfach 100 minus das Delta. Und der POT-Wert ist nichts anderes als auch hier wieder annäherungsweise das Delta mal 2. So, und das bedeutet, dass du eben sagst, hier, wenn du eine At-the-Money-Option hast, dann, also eine Delta-50-Option, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Strike berührt wird, und zwar während der Laufzeit, nicht am Ende, sondern einmal während der Laufzeit mindestens, liegt bei 100%. Ich glaube, das ist ganz klar, das kann jeder nachvollziehen. So, wie schaut es jetzt aus bei einer Delta-30-Option? 30 einfach mal 2, also Delta-30, hier 60%. Und zu guter Letzt die Delta-10-Option, eine Wahrscheinlichkeit von 20%. So, und das ist jetzt schon ein interessanter Punkt, warum ich zum Beispiel keine Delta-30-Optionen verkaufe. Und zwar, ich möchte eben relativ wenig in meine Trades eingreifen. Wenn ich jetzt allerdings eine Delta-30-Option habe, dann weiß ich, dass in mehr als der Hälfte der Fälle der Strike zwischendurch berührt werden könnte. Und das bedeutet, ich muss definitiv sehr, sehr viel adjustieren, muss Gegenpositionen machen, rollen und so weiter und so fort. Wenn ich eben jetzt eine Delta 10 Option mache, die hat nur so einen POT-Wert von 20. Und das bedeutet, bei 10 Trades muss ich nur bei 2 das Risiko, oder habe ich bei 2 nur das Risiko, dass der Strike hier mal berührt wird. Und das senkt natürlich unheimlich meine Aktivitäten. Und deswegen entscheide ich mich tendenziell eher für niedrigere Deltas. Es gibt sogar viele Händler, die sagen, ich verkaufe nur Delta 5. Warum? Wahrscheinlichkeit, dass der Trade ein Gewinner wird, 95%. POT-Wert nur 10, also nur 10%. Das heißt, von 10 Trades wird nur einer den Strike berühren. Das heißt natürlich nicht, dass die Option nicht vorher teurer werden kann, ne, dass sich in die Richtung bewegt. Aber ich weiß eben hier, klar, beim Delta 50, das kann quasi jede Sekunde sein, und auch beim Delta 30 eine kleine Bewegung und ich bin schon am Strike. Das heißt, je kleiner ich den POT-Wert wähle und im Umkehrschluss, je weiter entfernt ich Optionen verkaufe, umso weniger muss ich aktiv vor dem Rechner sitzen. Ne? Das heißt nicht, dass irgendeine Art dieser Optionen jetzt hier die bessere oder schlechtere wäre, sondern es kommt halt ganz auf das an, was du tust. Aber wenn man einfach sagt, okay, warum mache ich denn das eine oder warum mache ich eben das andere, dann hat das ja immer Konsequenzen. Und man muss sich einfach dieser Konsequenzen bewusst sein. Wer eine At-the-Money-Option verkauft, der weiß eben, okay, am Ende, Wahrscheinlichkeit ist 50-50, dass am Ende der Laufzeit die Option im Geld landet. Und dann muss ich eben einen Nachfolgeplan haben für jede einzelne Option. Wohingegen eben hier bei einer Delta 10 Option das eben nicht so ist. POP-Wert, POT-Wert, Begriffe verstehen, das war's für heute hier in dieser kleinen neuen Serie. Wenn ihr Begriffe habt, ne, wo ihr sagt, okay, das interessiert mich, dann schreibt mir doch bitte das Ganze rein unter dem Hashtag Begriffe verstehen. Also schreibt einfach Kommentar Begriffe verstehen, also Hashtag Begriffe verstehen, und schreibt dann einfach so einen Wert rein. Also wenn ihr sagt, was ist ein SKU, was ist irgendwas, egal was euch zum Thema Optionshandel, ne? Also jetzt nicht hier irgendwie irgendwas anderes, aber zum Thema Optionshandel einfällt, schreibt mir das hier unten drunter, unter die Kommentare, und dann werde ich versuchen, euch das hier in einem der nächsten Videos zu erklären. Das war's für heute. Euch viel Erfolg beim Handel von Optionen. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.